Okay, wir schauen uns mal an einem Beispiel nochmal an die Konzepte, sowas wie Teile, Vielfache, gemeinsame Teile, gemeinsame Vielfache und kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. Und zwar nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir nehmen mal die beiden Zahlen. 500, oh, was ist das hier für eine Farbe? Na gut, nehmen wir lila weiter hier. 525 und 1155. So, das sieht in lila auch nicht schlecht aus. Okay. 525 und 1155. So, jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal die Teiler an von den beiden. Ne? Nehmen wir mal die 525 und vielleicht machen wir mal Primfaktorzerlegung. Welche Zahlen stecken denn da drin? So, ein geschultes Auge erkennt an der Endstellenregel, dass die Zahl durch 5 teilbar ist. Deswegen können wir doch die 5 schon mal rausholen. Ne? 5 mal 525 ist, ja, wenn 500 durch 5 ist 100, 25 durch 5 ist 5, also 5 mal 105. A ist weiterhin durch 5 teilbar, also 5 mal 5 mal 21. Ne? 5 mal 21 ist 105. Und 21 ist 3 mal 7. So, ist jetzt zwar nicht richtig in der Reihenfolge, spielt aber bei der Multiplikation ja keine Rolle. Machen wir das Ganze auch für die 1155 mal. Ne? So. Auch das ist durch 5 teilbar, da muss man vielleicht schon ein bisschen mehr nachdenken. Ne? 1000 durch 5 ist 200, bleibt noch 155 übrig. Das ist 31, also 231. 231 ist nicht mehr durch 5 teilbar, aber mit der Quersummenregel erkennt man, ist durch 3 teilbar. Ne? 2 plus 3 plus 1 ist 6, 6 ist durch 3 teilbar, also auch 231. Was ist das durch 3? Also 5 mal 3. Mal kurz nachdenken. Ne? 231, 210 ist durch 3 teilbar, das ist 70. Und dann bleibt noch 21 übrig, ist 7, also 77. Und 77, das erkennt man auch sofort, das ist 7 mal 11. So, jetzt kommen, bringen wir es immer in die richtige Reihenfolge hier. 3 mal 5 mal 5 mal 7. Und das ist 3 mal 5 mal 7 mal 11. So. Jetzt haben wir die Primfaktorzerlegung. Jetzt haben wir aber noch nicht unsere Ausgangsfrage, was zum Beispiel die Teiler sind von jeder Zahl, ne? Gucken wir uns mal die 525 an. 3 mal 5 mal 5 mal 7. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass alle Teiler einer Zahl sehr schön in einem Hasse-Diagramm darstellbar sind und dass man sich da sehr schön erklären kann, wie die einzelnen Teiler zustande kommen. Man muss ja jetzt jede mögliche Kombination von Primfaktoren bilden, um auf die Teiler zu kommen. Und diese unterschiedlichen Kombinationen lassen sich einfach sehr schön direkt im Hasse-Diagramm sehen. Also machen wir mal ein Hasse-Diagramm. Wir haben hier 3 mal 5 Quadrat mal 7. Also wir haben drei verschiedene Primfaktoren. Das ergibt sich also dann letztlich eine dreidimensionale Struktur. Machen wir doch erstmal die zweidimensionale. Ne? Machen wir so. Man wird immer gefragt hier, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt, ob die 3 jetzt links sein muss. Muss nicht. Machen wir es mal anders. Ne? Machen wir hier mal die 5 hin. Und hier die 25, also 5 Quadrat, und hier haben wir die 3. Dann haben wir hier die 1. So. Jetzt können wir erstmal diese zweidimensionale Struktur. Oh, ich sehe schon, es wird platzmäßig nichts. Ich mache es nochmal. Moment. Bisschen tiefer anfangen. Also, fangen wir hier an. So. 5, 25 und hier die 3. Jetzt können wir diese zweidimensionale Struktur jetzt erstmal fertig machen. Ne? Dann haben wir hier die 3 mal 5, das ist die 15. Und hier haben wir 25 mal 3, das ist 75. So. Jetzt fehlt noch der dritte Faktor, die 7. Da gehen wir jetzt einfach hier in die dritte Dimension. Wir zeichnen es mal ein bisschen nach oben. So. Hier ist die 7. Das machen wir hier mal
entsprechend überall so Striche nach oben. Und ein Strich nach oben bedeutet jetzt immer mal 7. Also hier haben wir 3 mal 7, das ist die 21. Ne? Hier haben wir 15 mal 7, das ist die 105. So. Ja, genauso kann ich zu 21 kommen, wenn ich die 7 nehme und mit 3 multipliziere. Und zu 105, wenn ich die. Wir überlegen, also 5 mal 7 ist 35 und 35 mal 3 ist auch 105. Ne? Genauso kann ich jetzt von der 7 zu 35 kommen mit mal 5 und von der 21 zu 105 mit mal 5. Jetzt kann ich hier entweder die 35 mal 5 nehmen oder die 25 mal 7. Fünfunddreißig mal 5 ist 150, 175 müsste hier stehen, ne? Und 175 mal 3, das ist 525. Ne, 175 mal 2 ist 350 und nochmal 175 drauf. Genauso kann ich hier jetzt von der 35 zu 175 kommen mit mal 5 und von der 105 zu, der 5, zu 525 mit mal 5. So, jetzt haben wir hier ein etwas holpriges, aber egal, ein Quader letztlich, ne, der dreidimensional die Teiler darstellt, der Zahl 525. Und das sind jetzt alle Teiler. Also jetzt kann ich aufschreiben, die Teiler von der 525 ist gleich, jetzt schreibe ich es alle auf, ne? 1, 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75, 105, 175, 525. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind es 12. 1, 2, 3, 4 mal 3 ist 12. Genau, haben wir alle. Okay, jetzt machen wir das Ganze noch für die 1155. 1155 hat vier verschiedene Primfaktoren. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das im Hasse-Diagramm darzustellen. Kann man auch machen, aber vielleicht ist auch keine schlechte Gelegenheit, mal eine andere Art und Weise zu sehen, wie man alle Teile aufschreiben kann einer Zahl. Und zwar machen wir mal eine Tabelle. Das ist die 1155. So, und jetzt finden wir immer Teiler und Komplementärteiler und gehen dabei einigermaßen systematisch vor, ne? Also wir haben hier 1 mal 1155. So. Jetzt nehmen wir mal einfach die atomaren Primfaktoren und gehen sie durch, ne? 1155 ist auch 3 mal. Mal 3 mal was, ne? 1200 durch 3 ist ja 400, ne? Wir sind aber nicht bei 1200, sondern bei 1155. Da fehlen 45, das ist 3 mal 15. Also kann ich 15 von 400 abziehen und komme auf 385. Also 3 mal 385 ist 1155. So. Oder wir können es durch 5 teilen. Ne? Durch 5 geteilt ist, das haben wir auch hier oben schon mal gemacht, 5 mal 231. Oder wir teilen es durch 7. Wenn man durch 7 teilt, wir überlegen, 700 geht durch 7 ist 100, dann bleiben 455 übrig. 455 durch 7, da haben wir einmal die 60 drin, das sind 420, bleiben 35 übrig. Das ist dann nochmal 5, also 165. So, 7 mal 165 ist 1155. So. Und wir können schließlich noch durch 11 teilen, das ist relativ einfach jetzt, das ist 105. Ne? 11 mal 100 ist 1100 und 55 auch nochmal durch 11 sind 5. Okay. Gehen wir weiter. Jetzt kombinieren wir mal jeweils die 3 mit den drei größeren Primfaktoren.
3 mal 5 ist 15. Und was ist 1155 durch 15? Natürlich das, was übrig bleibt. Ne? 3 mal 5 haben wir genommen, also 7 mal 11. Müsste 77 übrig bleiben. Also 15 mal 77. Ne? 3 mal 5 ist 15. Also hier, 3 mal 5 ist 15, also bleibt 7 mal 11 übrig. Oder 3 mal 7, das ist 21, also bleibt 55 übrig. Ah, jetzt habe ich hier wieder nicht mit dem Platzhaus hier da. Lang vielleicht sogar, mal gucken. Jetzt haben wir noch 3 mal 11, das ist 33. Und dementsprechend bleibt 5 mal 11, das ist 35 übrig. So. Und jetzt sind wir praktisch an der Stelle, wo wir, wenn wir jetzt die 5 nehmen würden und mit den anderen beiden kombinieren würden, 5 mal 7 ist 35, dann kommen wir auf einmal auf die andere Seite rüber und haben jeweils einen anderen Komplementärteil. Ne? 5 mal 7 ist 35 und 3 mal 11 bleibt übrigens 33. Und 5 mal 11 ist 55, 21. Dann 7 mal 11 ist 77 und so weiter. Wir haben jetzt schon alle Teile aufgeschrieben. Weil wir jetzt hier an dieser Stelle praktisch überspringen zu den Komplementärteilern. Und wir jetzt jeweils nur von jedem Primfaktor einen vorliegen haben. Okay. Also, das könnt ihr jetzt auch nochmal so hinschreiben, aber das langt auch, wenn ich es so hinschreibe. Ne? Teiler von 1155 sind diese hier. So. Okay. So, was sind jetzt die gemeinsamen Teiler? Na, schau mal, was sind die gemeinsamen Teiler? Also, die 1 ist ein gemeinsamer Teiler. Ich umkringel das hier mal orange. Die 1 natürlich, die 3, die 5, die 7 und dementsprechend auch die 35, die 15, ne? Hier die 21 und die 105. Warum ist das so? Warum sind das die gemeinsamen Teiler? Das Schöne ist ja, wir haben hier 3 mal 5 mal 7 und hier oben auch 3 mal 5 mal 7. Ne? Die zweite 5 hier bei der 5 mal 25, das ist die Ebene hier hinten. Dahin kommt man ja mit der zweiten 5. Die kann nicht mehr enthalten sein in der 1155, weil die nur eine 5 als Primfaktor hat. Das heißt, mit der 1155 decken wir gerade hier den vorderen Bereich mit ab mit den Primfaktoren. Da kommt jetzt halt noch die 11 dazu. Das heißt, man müsste jetzt hier in der vierten Dimension noch eine 11 mit hinzudenken. Aber die Schnittmenge letztlich der beiden Hasse-Diagramme, wenn man von der 1155 auch ein Hasse-Diagramm machen würde, ist dieser Block. Und dementsprechend ist der größte gemeinsame Teiler das Element ganz oben hier, ne? Also GGT von 525 und 1155 ist gleich 105. Okay. Was ist jetzt das kleinste gemeinsame Vielfache? Wenn man die vielfachen Mengen mal aufschreibt, also was die vielfachen Mengen sind, sind glaube ich klar. Ne? Machen wir mal ein Beispiel. Vielfachen von 525 ist gleich, fangen wir mal an, 525. Wenn wir da jetzt 525 dazu rechnen, sind wir bei 1050. Nochmal 525 dazu, 1575. Nochmal 525 dazu, 1600 plus 500 sind 2100, 2625 und so weiter. Das gleiche können wir natürlich jetzt auch für die 1155 machen. Ja gut, fangen wir mal an, komm. 1155 ist gleich, ja, 1155, dann haben wir 2310, dann 3465, 1155 dazu, das sind 4500, 4620 und so weiter und so weiter. Ne? So, okay. Was ist jetzt das kleinste gemeinsame Vielfache? Das steckt hier noch nicht drin, aber. Was klar ist, die 525 muss ja ein Teiler sein des kleinsten gemeinsamen Vielfaches und die 1155. Das heißt, es müssen die Primfaktoren der 525 komplett drin enthalten sein und der 1155.
Also die 1155 muss komplett drin enthalten sein, aber der fehlt ja noch die zweite 5 von der 525. Also muss das kleinste gemeinsame Vielfache sein 1155 mal 5. Wenn ich 1155 mal 5 bilde, angenommen, ich mache jetzt 1155 mal 5, was kommt dann raus? Das ist 5000. 775, glaube ich, ne? Ja, sieht gut aus, 5775. So, was ist das in Primfaktoren? Das ist 3 mal 5 Quadrat mal 7 mal 11, ne? Also gerade die Primfaktorzählung hier noch eine 5 mehr dazu. Und hier drin enthalten ist ja komplett die 1155. Da ist ja 3 mal 5 mal 7 mal 11 drin und es ist 3 mal 5 Quadrat mal 7 drin, die 525. Das ist die kleinste Zahl, die beide Primfaktorzerlegungen letztlich komplett enthält. Und das ist das kleinste gemeinsame Vielfache. KGV von 525 und 1155 ist gleich 5775. Man hätte das jetzt auch gefunden, wenn man jetzt diese Überlegung nicht gemacht hat, indem man es einfach so lange Vielfachen aufschreibt, bis einmal eins auftaucht, das gemeinsam ist, und das erste davon ist eben genau das kleinste gemeinsame Vielfache.